Hallo meine Lieben, heute mache ich einen leckeren Salat. Ich habe heute hier weiße Bohnen, 200 Gramm. Dann habe ich frische Dill geschnitten, Mayonnaise, 3 Esslöffel. Dann brauche ich noch schwarzer Pfeffer, Salz, 3 Möhren habe ich genommen. Meine Möhren sind klein. Dann habe ich sie grob und große Möhren, können Sie auch zwei nehmen. 3 gesalzte Gurke und 3 Eier. 4 Zähnchen, kleine, habe ich noch Knoblauch. Hier schneide ich die Möhre auf kleine Stücken. Die Möhre habe ich abgekocht. Das sind gekochte Möhre. Noch einmal so durch. Auf solche kleinen Stücke schneide ich das. Jetzt schneide ich die Möhre, dann schneide ich die Eier und Gurke. 5 Minuten Zeit. Dann haben sie alles gekocht. Die Eier habe ich auch schon gekocht. Alles fertig. Und unser leckerer Salat ist schon auch fertig. Das geht so schnell. So. Schneide ich jetzt gleich alle. Die Möhre habe ich geschnitten, kommen in eine Schüssel rein. Genau so schneide ich auch die Gurke. Das zeige ich Ihnen eine und dann mache ich weiter. Einfach. Wieder so wie die Möhre. Das sind Gurken meine eigene. Ich habe sie letztes Jahr selber angemacht. Die schmecken sehr, sehr lecker. Sie wissen schon, dass ich habe einen kleinen Garten und ich pflanze immer Gurken, Tomaten ein. Deswegen habe ich einige Gurken und Tomaten und verschiedene Salate machen wir auch noch. Aber so ein Salat, wir lieben auch. So, ich schneide weiter. Die Gurke habe ich auch geschnitten. Kommen auch hier rein in die Schüssel. Jetzt schneide ich die Eier noch. Die Eier schneide ich nicht so fein. Einmal durch und es reicht schon. So, die Eier habe ich auch geschnitten. Kommen auch hier rein, alles in eine Schüssel. Jetzt kommen die Bohnen rein. Das sind Bohnen aus Dosen. Und ich reibe gleich den Knoblauch hier rein. Kann auch durch Press machen. Ich reibe heute. So, jetzt kommt der Dill hier rein. Salzig nach Geschmack. Nicht so viel, die Gurke sind gesalzt und pfeffrig, schwarzer Pfeffer, so auch nur Geschmack. Jetzt nehme ich Mayonnaise,
3, 2 Esslöffel zuerst mal. 2, 3 Esslöffel. Ich habe große Löffel, deswegen nehme ich zuerst mal 2. Und vermische das alles. Wenn ich das zu wenig, dann nehme ich heute noch einen Löffel Mayonnaise. Aber ich denke, das reicht. So ein leckerer Salat. Und schnell gemacht haben wir heute mit euch. Probieren Sie den Salat machen. Das schmeckt richtig, richtig lecker. Manchmal will man kein Fleisch. Und der Salat schmeckt sehr lecker. Fleisch, immer Fleisch, das geht auch nicht. Muss man auch Salate essen manchmal. Jetzt probiere ich nach Salz, nach Pfeffer. Dann sage ich Ihnen, wie schmeckt das. Ich habe probiert, Salz und Pfeffer, es reicht mir. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und wenn hat das Ihnen gefallen, so ein schneller und super leckerer Salat, es schmeckt richtig super. Probieren Sie, machen Sie den Salat. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, guten Appetit, viel Spaß nach Nachmachen und bleiben Sie gesund, bleiben Sie mit mir auf meinem Kanal. Abonnieren Sie, wenn gefällt Ihnen meine Rezepte. Stellen Sie Daumen nach oben, schreiben Sie mir Kommentare und ich sage Ihnen alles Gute. Bis nächstes Mal auf meine Küche. Tschüss.